Wunderschönen guten Abend hier zum Pressetalk in der Adecco Pressebox. Sonntag, 30.09., der sechste Spieltag der noch jungen Saison. Die Löwen Frankfurt schlagen die Heilbronner Falken mit 5:3 vor 3.576 Zuschauern. Spieler des Spiels, präsentiert von JP 1880, waren Leon Hüttel auf Seiten der Löwen und Rope Ranta auf Seiten der Falken. Zu meiner linken Cheftrainer Alexander Melitzer, schönen Abend, und Marco Reiter, Coach der Löwen Frankfurt. Als erstes würde ich Herrn Melitzer bitten um ein Statement zum Spiel. Gratuliere erstmal an die Löwen von meiner Seite. Statement, klipp und klar, zu viele Strafen genommen. Nicht gut genug Unterzahl gespielt, muss man so sagen. Ein paar waren an Bord, ein paar waren mit dem Kopf noch zu Hause. Für die war das keine Reise wert, wenn wir gegen Frankfurt gerade auswärts ansprechende Leistung bringen wollen, dann brauchen wir alle Spieler, die mit sind und nicht ein paar, die mitfahren, Gummibärle im Bus essen und Passagiere sind. Das geht nicht. Und, wir haben eine klare Rollenverteilung, jeder muss seine Rolle akzeptieren und sonst wird das schwer, gegen jeden Gegner in der DL zu gewinnen. Dankeschön. Marco, your statement on the game? Yeah, well, the mission was very clear for this game and after last two games to get back on track. And I think the boys did very good job, like prepare for this game. Well, the first period, of course, there was many penalties, and I think our penalty killing, they did very good job in first period and over the game as well. And of course, the power play was very good today. And second period, yeah, I think we did very well. We play very humble and we work together hard. And then third period was, of course, this one black minute. But I think the team handled it very well. And all the bench and the players, they were very calm then and they trust what we after. And well, tough game again. But and of course, the fans, big support again. So big thanks. We needed you. So thank you. Ja, das Wichtigste zuerst, er sagte ein großes Dankeschön an die Fans, die das Team wieder großartig unterstützt haben. Insgesamt meinte er, nach den letzten beiden Spielen, wo es nicht ganz so rund nach Plan lief, wussten die Jungs, was sie für einen Job zu tun haben. Den haben sie erfüllt. Im ersten Drittel gerade in Unterzahl gut gespielt, überhaupt im ganzen Spiel Unterzahl gut gespielt. Gab ja für beide Teams relativ viele Strafen. Im zweiten Drittel fand er konzentriert gespielt und im Schlussdrittel gab es eine schwarze Minute. Aber ansonsten haben sie es souverän gespielt, meint er. Würden auch Sie sagen, heute waren die Special Teams der große Unterschied? Ja, mitunter. Wir haben ein Tor geschossen und kassiert 3. Logisch, aber die Frage ist, warum, wie entsteht das? Warum sitzen wir so viel in der Strafbox? Und der Unterschied, wir haben uns eigentlich versucht einzustellen auf das Unterzahl von, auf das Powerplay von Frankfurt und mit Gewissen hat es funktioniert, wie gesagt. Ich will jetzt den Finger zeigen oder irgendwas, wir sind eine Mannschaft, aber wir brauchen alle an Bord und ein paar waren überfordert, klipp und klar, muss man das so sagen. Und ja, 3 Punkte liegen lassen, analysieren und nach vorne schauen. Also wir wollen uns ja weiterentwickeln als Mannschaft. Wir wollen die besten Teams in der Liga fordern und unser Spiel spielen und so viel wie möglich gewinnen. Müssen Sie meins jetzt auch übersetzen? Ja. Oder? Das passt, danke. Marco, one word about Leon Hüttel. Eine Frage zu Leon Hüttel. Played special teams again, was named player of the game, just 18 years old. How important is he for the team? Yeah, Leon is doing pretty good work, and the main thing is like what he's doing, like every day, practicing and keep on track and keep pushing hard, and so to get every day like better player and so far very well, but of course we have to work more and more. Ja, war eine kurze Frage zu Leon Hüttel, der ja mit seinen jungen 18 heute Spieler des Spiels geworden ist und eine wichtige Rolle auch in den Special Teams spielt, meint Marco, dass er einfach sehr gut arbeitet, sehr gut trainiert, immer wieder Gas gibt und sich deswegen das auch verdient. Aber die Saison ist natürlich noch jung und er muss auch weiter so hart arbeiten. Eine letzte Frage, one last question. So many games in a row now. Do you prepare the guys differently?
Well, of course we have to think about what we do, how we're practicing during this week, 3 games or in 10 days, 5 games. But tomorrow is off and they start recovering straight away. Now and then Tuesday we get back, start practicing and start the preparation for the next game on Wednesday. Ja, die Frage war, viele Spiele in kurzer Zeit. Er meinte auch, ja, 5 Spiele in 10 Tagen ist ein ordentliches Programm. Morgen haben die Jungs aber einen Tag frei und Dienstag muss man dann halt wieder bereit sein, trainieren und dann ja, einfach vorbereitet sein. Gibt es noch Fragen von den Kollegen? Die Frage war, ich wiederhole die gerne nochmal, weil es dann sonst zu leise ist, die Zielsetzung der Falken, die einen sehr guten Saisonstart hatten. Boah, das ist eine Frage, die stelle ich mir auch selber oft. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich definiere das jetzt nicht von, wir wollen Erster werden, was auch immer, wir wollen uns weiterentwickeln. Und ich denke, wenn wir uns auf die Performance konzentrieren, dann ist ein positives Ergebnis oder positive Ergebnisse sind die logische Konsequenz. Wir wollen nichtsdestotrotz mit dem Abstieg nichts zu tun haben und uns nach vorne orientieren. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen vermessen, aber die Vegas Golden Knights haben letztes Jahr in der NHL eine Mannschaft zusammengestoppelt. Ich weiß nicht, ob die gesagt haben, so sie wollen den Stanley Cup gewinnen. Und wie ist es ausgegangen? Die waren im Stanley Cup Finale. Also, wie gesagt, ich glaube, wir haben die Qualität, wir haben den Kader, wir haben die Ressourcen, dass wir in der Liga gegen alle Mannschaften gut spielen können. Auswärts wie zu Hause, wie man heute gesehen hat, ist ein Haufen Arbeit vor uns, dass man auswärts gerade gegen ein Top-Team wie Frankfurt anders auftreten muss. Defensiv ein bisschen kompakter, disziplinierter logischerweise und wenn wir diese Attribute in eine Mannschaft bringen, dann orientieren wir uns nach oben. Noch mehr Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann nur noch kurz die Ergebnisse der anderen Partien. Bietigheim unterliegt zu Hause gegen Kassel mit 3:8. Lausitzer Füchse schlagen Dresden 1:0. Die Tölzer Löwen unterliegen Bad Nauheim mit 3:4 nach Penaltyschießen. Deggendorf gegen Krimmitschau 6:5 nach Verlängerung. Kaufbeuren schlägt Freiburg 1:0 und Ravensburg schlägt Bayreuth mit 7:1. Nächste Training hat Marco schon angesprochen, am Dienstag um 11.15 Uhr und das nächste Heimspiel dann schon am Mittwoch, dem 3. Oktober, bereits um 16 Uhr gegen Bad Tölz. Ja, und damit verabschieden wir uns. Schönen Abend noch. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.